Hallo liebe Elektronikfreunde. In einem anderen Video haben wir über den LED-Treiber als Einzelnen besprochen. Jetzt habe ich Ralf wieder eingeladen. Hallo Ralf. Hallo. Weil Ralf mit seinem Team hat ein Multicolor-LED-Board erschaffen, wo wir 4 Kanäle mit LED-Treiber jetzt beschalten. Richtig. Und entsprechend mit dem Mikroprozessor. Ralf, kannst du mal kurz erklären, was auf diesem Board drauf ist? Genau. Also wir sehen hier ein Powerboard mit 4 Kanälen LED-Treiber. Ich fange mal an, wir kommen an dieser Stelle mit der Eingangsspannung von bis zu 48 Volt in das Board rein. Mhm. Dann erzeugen wir eine Zwischenspannung mit einem Magic Power Modul hier. Das brauchen wir nur, wenn wir weniger als 6 LEDs haben, um auf 15 Volt zu kommen. Dann brauchen wir ein LDO hier für eine Versorgung von einem Microcontroller. Der Microcontroller sitzt hier und erzeugt die PWM fürs Dimmen. Dann haben wir hier den Powerteil, 4 Kanäle LED-Treiber. Und was wir auch noch haben, ist ein Bluetooth-Modul hier. Mhm. Das sitzt an dieser Stelle, mit dem wir später per Software das Dimmen realisieren können. Und wenn man das nicht per Software machen will, kann man das auch per User-Panel, das hier angeschlossen ist, realisieren. Lass mal das in Betrieb nehmen. Gerne. So, ich mache jetzt den Probe auf den Kanal 1, dass wir den Signal, PWM-Signal von dem Prozessor sehen. Auf Kanal 2 haben wir angeschlossen die Stromzange, quasi da, wo der LED kommt. Und jetzt drehst du mal auf. Genau, ich werde jetzt mal am Kanal 1 das PWM-Signal starten und den Duty Cycle erhöhen. Und je mehr ich nach rechts drehe, den Duty Cycle erhöhe, desto heller wird die LED. Und ich kann bis zu 100% Duty Cycle gehen, maximale Helligkeit. Ich kann beliebig die Helligkeit dimmen, auch auf 0. Ich kann auch digital dimmen, entweder Port ist analog oder digital per Schalter. Sehr schön. Aber ich habe gesehen, wenn wir jetzt kurz mal hochdrehen, dass wir ziemlich steil ein- und ausschalten. Das heißt, EMV-technisch haben wir hier eine kleine Situation, die wir auch schön lösen konnten. Gerne. Und zwar, wir haben Folgendes gemacht. Wir haben hier, wie man im Schaltplan zu sehen ist, den Eingang von den 4 Kanälen schön entkoppelt, dass sie gegeneinander nicht stören und auch den Ausgang sehr gut befiltert. Und somit erreichen wir den CE-Kennzeichen und quasi den CE-Norm und sind wir auf der sicheren Seite. Ganz genau. Vielen Dank, Ralf. Das hat mir sehr Spaß gemacht, mit dir wieder Videos zu machen und schaut unser nächstes Video an. Bis bald. Danke, auf Wiedersehen.